Hey Nico, kennst du das Gefühl, wenn du in einen Laden gehst zum Film kaufen, wo du noch nie etwas davon gehört hast und dann schaust du ihn daheim und dann bist du total überrascht, wie gut das der Film ist und dann fragst du dich, wieso du noch nie etwas von dem Film gehört hast? Also quasi, wenn ich den Film überlegt habe. Wird schon der ein oder andere Film entdeckt, der an der Kinokasse wahnsinnig wenig eingespielt hat und sonst nicht so viel, nicht so ein weites Publikum erreicht hat. Und für das führen wir jetzt das neue Segment ein. Wir nennen es überlugt, Gerrit. Und anfangen tun wir da gerade mit dem Film Snowpiercer. Rausgekommen ist der Film im April 2014 in den Kinos. Mittlerweile ist er auf Blu-ray und DVD draussen. Und er spielt in der nahen Zukunft und die Welt ist komplett ausgelöscht. Man hat versucht, Klimaerwärmung zu bekämpfen mit so Eis, quasi so mit Abkühlungstechnologie, und durch das ist dann aber die ganze Welt eingefroren. Das Einzige, was noch lebt, ist ein Zug. Der fährt in einem hohen Tempo um die ganze Welt herum und dort drauf leben die letzten Menschen. Zuhinterst hinten wohnen auf kleinstem Raum ein Haufen Menschen, die müssen irgendwie ums Überleben kämpfen, und zuvorderst vorne hat es Pools und Sauna und weiss der Gucker was. Für die Reichen, zum sich vergnügen. Besonders positiv überrascht bin ich von dem Film, vor allem von der Story. Ich finde sie extrem originell. Die Endzeit-Bühne sozusagen auf einen Zug zu schieben. Eben, der ganze Film spielt in dem Zug drinnen ab und ich finde das eigentlich noch recht originell. Hat man so noch nie vorher gesehen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Abteile mit verschiedenen Szenarien. Es gibt das Abteil mit Swimmingpool, es gibt das Abteil mit irgendwie einem riesen Aquarium. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich wirklich zum Anschauen, den Film, allein schon nur wegen der Gestaltung, vom Design, vom Artdesign, von der ganzen Umgebung, von dem Zug halt. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Eben, es hat ganz unterschiedliche Wege und das ist sowieso etwas, was mich ziemlich überrascht hat bei dem Film. Er ist sehr abwechslungsreich. Er wechselt sich ab im Setting, um was um ihn herum ist. Er wechselt sich ab in der Geschichte. Es hat ein paar gute Twists drin. Dann wechselt er sich ab zwischen Story- und Action-Szenen. Also unterhalten ist man die ganze Zeit. Und eben, wie du schon gesagt hast, die Story ist sehr cool. Da sage ich jetzt mal, für mich ist der Film quasi Style over Substance. Sprich, der Film macht rein logisch nicht so viel Sinn, kompensiert das aber sehr mit seinem Stil. Es gibt viele Leute, die da ganzen Haufen Zeug reininterpretieren und irgendwelche tiefgründigen Sachen herausfinden. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber der Film lässt definitiv ganzen Haufen Spielraum für so Interpretationen, und das finde ich macht ihn recht spannend. Ja. Und auch die schauspielerischen Leistungen sind absolut super. Der Chris Evans spielt mal ein bisschen so einen Dreckli sozusagen, und seine Backstory ist eigentlich ziemlich tragisch. Die Ja, erzählt er dann extrem. irgendwann im Film. Hat mich ziemlich berührt, bin ganz erstaunt gewesen eigentlich. Er ist auf gar keinen Fall ein Held. Man kommt zwar am Anfang ein bisschen man könnte es zwar meinen, er ist der Gute, er ist ein bisschen der Held am Anfang, aber je mehr man ihn kennenlernt, je mehr man von seiner Backstory erfährt, desto mehr kommt man ein bisschen ins Grübeln und dann denkt man eigentlich, ah, Scheiße, der Typ hat wirklich eine Vergangenheit, der Typ ist wirklich ein Arschloch eigentlich. Und nur die Umstände, dass er halt jetzt der ist, wo die ganze Gruppe anführt, die Gruppe von denen, wo eben halt hinten sind in der niedrigen Klasse und jetzt die Revolution halt führt, nur das allein gibt ihm eigentlich die Chance für den Zuschauer zum sympathisch sein. Herrlich überrissen und überzeichnet ist Tilda Swinton. Sie ist so ein bisschen Prophetin sozusagen vom Wilford. Der Wilford ist der, der Zug geschaffen hat. Man sagt jetzt nicht, wer der spielt. Und der Wilford wird in dem ganzen Zug quasi als Gott dargestellt. Die Schüler werden richtig indoktriniert, um den Typ geil zu finden, und sie ist quasi so seine Botschafterin, seine Prophetin, und sie ist so überzeichnet, mit so lächerlichen Kostümen. Das ist sehr, sehr lustig. Sie ist einfach eine Person, die man hasst. Man muss sie hassen. Sie ist grusig, sie hat falsche Zähne, die grusig sind, und sie ist wirklich eine fiese, gemeine, hinterhältige, alte Frau eigentlich. Der Film ist natürlich nicht perfekt. Und zwar sind die Kampfszenen zwar auch sehr kreativ inszeniert, man wechselt zwischen Dunkel mit der Nachtsicht und Fackeln und dann wieder ganz normal. Aber sie sind teilweise sehr seltsam geschnitten, und zwar filmen sie einmal ein bisschen weg von den Schlägen, und sie wechseln ein bisschen zu viel zwischen Slow-Mo und nicht Slow-Mo, und Slow-Mo wird teilweise ein bisschen also zu viel gebraucht. Overused, Genau, sozusagen, sie ja. wird ein bisschen zu viel gebraucht, und das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Und gegen den Schluss zieht sich dann der Film auch tatsächlich ein bisschen. Leider sind Computereffekte zum Beispiel nicht ganz auf der Höhe.
die ganzen Aussengebiete sind vom Style her zwar mega geil, aber sie sind von den Effekten, vom Technischen nicht wirklich gut. Aber sonst rein von allem, was echt ist, alles, was man gestellt hat mit Sätzen und alles, das sieht super aus, aber die ganzen Computereffekte hat dann noch ein bisschen Feinschliff verdient. Dafür kann man aber auch sagen, dass Computereffekte in dem Film sehr rar sind. Das stimmt. Also ich habe viel Positives schon vornherein gehört, ich habe dann leider im Kino aufgepasst. Aber als ich dann die Heike geschaut habe, bin ich wirklich sehr, sehr gut unterhalten worden mit einem sehr sozialkritischen Film, der aber auch stylisch gut daherkommt, gute Musik hat, gut gespielt ist. Teilweise an der Logik hapert es ein bisschen, aber um das geht es gar nicht in dem Film, das ist nicht der Hauptpunkt. Darum finde ich, sollte man den Film absolut schauen. Ich habe im Vorhinein überhaupt keine Lust gehabt auf den Film, ich habe ihn eigentlich nur geschaut, weil der Nicola sehr positiv davon geredet hat. Schlussendlich muss ich aber sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass er mir offeriert hat zum Schauen. Der Film ist wirklich sehr lohnenswert. Ich denke, für all die, die schon mal vom Namen Snowpiercer gehört haben, aber sich noch nie den Ruck gegeben haben, zum Schauen. Es ist ein Film, wo man sich definitiv kann antun, vor allem wenn man ein bisschen auf Action steht und eben halt auch ein bisschen nicht auf das 0815 Hollywood-Klischee-Schema. Wie immer, grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir hoffen, wir können noch ganz viel von diesen Videos bringen, von solchen Filmen, die wir denken, könnten lohnenswert für euch sein zum Schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr uns doch trotzdem abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Einmal sieht man die Außenwelt, die verschneit ist, die ist zwar vom Style. Ach Gott, verdammt, ey! Hurra, rückwärts. Hey! Wenn ich einen Film überschaut habe. Wir sind keine guten Schauspieler, Jesus Christ. Und du fragst dich, wieso du noch nie etwas von dem Film vorher gehört hast?